Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr bei einem neuen Video wieder mit dabei seid. Heute in ungewohnter Umgebung. Es wird nämlich bei uns gerade umgebaut. Im oberen Stock bekommen wir eine Fußbodenheizung rein und einen neuen Fußbodenbelag. Und deswegen improvisiere ich jetzt hier gerade im Essbereich ein bisschen. Ich hoffe, das ist okay, auch von Licht und Geräuschpegel im Hintergrund. Der Kühlschrank sort nebendran, die Kassen springen hier rein und raus durch die Katzenklappe. Also ich hoffe, wird nicht zu laut werden. Ich zeige euch heute in diesem Video drei Trend Rider Boxen und warum das drei sind, das verrate ich euch gleich nach dem Intro. So, und jetzt hat nämlich gerade noch zwei Zimmer weiter mein Sohn angefangen zum Schlagzeug üben. Also es könnte sein, dass ihr noch ein bisschen Hintergrundgeräusche hört. Ja, also warum jetzt auf einmal drei Trend Rider Boxen diesen Monat, also Anfang Januar bei mir angekommen sind, hat folgenden Grund. Das eine ist die normale Monatsbox, die mich erreicht hat. Das zweite ist eine Special Box. Und zwar, wenn man drei AbonnentInnen geworben hat, bekommt man als Goodie sozusagen eine Überraschungsbox. Die habe ich heute bekommen, dank euch. Und das dritte ist, dass ich alle 10 Karten zusammen hatte. Es gibt ja immer diese 10 Sammelkarten. Das habe ich auch eingereicht und habe da auch eine Überraschungsbox bekommen. Also sehr, sehr spannend. Lassen wir uns überraschen. Ich starte jetzt einfach einmal mit der Box, die ich bekommen habe. Dadurch, dass ich drei Freundinnen sozusagen, also euch zu verdanken, AbonnentInnen geworben habe. Und natürlich möchte ich einen Teil daraus auch verlosen, aber ich würde dann wieder so ein größeres Paket zusammenstellen und wahrscheinlich beim nächsten Aufgebraucht-Video dann verlosen. Das kommt ja jetzt dann auch wahrscheinlich irgendwann Ende Januar. So, und ja, die Box habe ich jetzt gerade aufgemacht vor mir, dass es nicht so raschelt. Da ist natürlich kein Magazin dabei und wir schauen jetzt einfach mal rein. Das erste, was ich raushole, sind die Beauty Sweeties in der Schmetterlingsform. Die mag ich sehr, sehr gern und freue mich sehr, dass die da mit dabei sind. Dann haben wir hier noch Datteln drin und zu Datteln esse ich so Honig. Also sowas mag ich immer gern zum Backen. Ja, die sind auch nicht mehr lange haltbar, wahrscheinlich die auch nicht. Nee, die sind alle nur noch 2 Monate haltbar, deswegen werde ich die vielleicht eher dann selber irgendwie verbrauchen und euch dann was anderes in die Verlosung mit reinpacken. Jetzt wird es aber spannender. Also hier haben wir sowas. Only Fresh Tomatoes, das ist ein Ketchup. Wie cool, ein organischer Ketchup. Das sind 65 Milliliter drin. Ganz viel steht da jetzt nicht dabei irgendwie. Enthält Senf, steht noch mit dabei. Also das hier sind 65 Milliliter Ketchup. Kann man natürlich auch sehr, sehr gut gebrauchen zum Soßen machen. Und heute Mittag gab es nämlich auch Burger bei uns. Also für sowas ist Ketchup natürlich ideal. Oder für Pommes oder so. Und das nächste Produkt, das habe ich bereits da. Das war schon mal in der Trend Rider Box drin. Das ist von Marie W. Manufaktur Make-up. Das Mond Duo 04 Königinnenstaub. Das ist ein Eyeshadow Duo. Da hole ich mal kurz meines und kann es euch dann zeigen. Also ich mache das jetzt nicht auf. Das ist noch original verschweißt. Das werde ich weitergeben. Und wenn man das dann aufmacht, kommt hier so ein, ja, wie so ein kleiner Monolidschatten. Eigentlich ist es ein Duolidschatten raus. So schaut er aus, hat einen kleinen Spiegel. Und ich finde den ganz süß. Und der hatte, ich weiß noch, einen sehr, sehr hohen Preis. Aber hier ist jetzt kein Magazin dabei. Aber ich meine, mindestens 30 Euro, oder? Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall war der sehr, sehr teuer. Und ich bewahre den auch hier so in der Dose auf und habe den bei meinen Monolidschatten dabei. Und ja, den werde ich dann auch weitergeben. Wahrscheinlich dann in die Verlosung für euch packen. Als nächstes gibt es Gewürzblüten von Sonnentor, den Sonnenkuss. Kurkuma ist der Hauptinhaltsstoff. Eine Blütenzubereitung, ich weiß es nur nicht, wofür das sein soll. Ah, hier oben steht's. Es ist gedacht für Curry, Eintöpfe und Geflügel. Also auch ein schönes Produkt, das man verwenden kann. Und ja, hier ist wieder eine Flasche eingepackt. Ich hoffe, was Feines zu trinken oder so. Oh ja, das schaut schon mal gut aus. Cranberry Rosmarin pur oder zu mixen. Ein Erfrischungsgetränk nehme ich an. Genau, Erfrischungsgetränk. Ich glaube, das werde ich mir gleich aufmachen, weil es ist noch sehr, sehr kalt. Also ja, sehr fein. Und das nächste ist von Everdrop Vollwaschmittel in der Duftrichtung Grapefruit, Feige und Sandelholz.
Also Waschmittel kann man natürlich immer brauchen. Everdrop ist auch eine mega, mega teure Marke. Ich habe jetzt das auch schon in meiner Trendwetter-Box drin gehabt, habe da jetzt keinen Unterschied zu anderen gesehen, aber ich benutze das sehr, sehr gern und vor allem ist es halt auch nachhaltig durch die Verpackung. Das nächste habe ich gerade jetzt auch weitergegeben. Das sind so Xylitol Zahnpflege Kaugummis mit Pfefferminzgeschmack. Und einmal habe ich es weitergegeben, einmal habe ich es benutzt und die sind sehr, sehr scharf. Also die sind mir tatsächlich viel zu scharf. Die werde ich dann auch weiter wandern lassen. Und da habe ich ein Produkt für meine Mama und zwar von Naturata von Demeter. Diese Balsamico-Creme. Also ich benutze das nicht so gerne, aber manche mögen das und meine Eltern benutzen das. Also wird das zu ihnen wandern. Und das ist ja sehr gefüllt, die Box. Von Luvos Heilerde gibt es ja noch eine Clean-Maske. Die reinigt die Poren, glättet nachweislich die Hautoberfläche. Edelsalbe-Extrakt und naturreine Heilerde. Klingt echt super. Also da weiß ich auch schon, wem ich die gebe, weil ich packe gerade noch zwei Boxen. Und da weiß ich schon, wem ich die reinpacke. Und als nächstes haben wir von Chinchilla wiederverwendbare Abschminkpads. Und ich glaube, das ist genau das, was ich gerade vorhin benutzt habe. Jetzt muss ich mal reinspicken. Ja, genau, das ist es. Das ist nämlich ein Abschminkpad von Chinchilla. Ne, zwei sind das sogar. Schauen so aus. Und durch Wasser werden die ganz weich wie so ein Küchenschwammtuch, falls ihr die kennt. Und gerade vorhin habe ich mir nämlich abgeschminkt, habe geduscht und so weiter und da habe ich so ein eins verwendet, genau das von Chinchilla und ja, die finde ich eigentlich sehr gut, also hat sehr gut funktioniert. Das Große machen wir dann später. Hier ist noch eine Broschüre über Naturkosmetik für natürliche Schönheit, Jolie. Und das gehört wahrscheinlich, genau, das gehört zu diesem Fläschchen hier dazu. Jolie en Naturel Hyaluronserum, tiefennährende Tagespflege mit veganem zweifachen Hyaluron, straffende Intensivfeuchtigkeit. Sehr, sehr cool. Also hier ist so ein kleiner Hyaluron-Booster mit 5 Milliliter drin, kann man mal gut aufbrauchen. Von einem Serum kann man morgens und abends vor der Gesichtspflege auftragen. Da steht noch einmal, viermal schütteln soll man das Ganze und dann 3 Tropfen auftragen. Sehr cool. Ja, also Hyaluronserum geht immer und vor allem ist es nicht so hautabhängig. Also das können sehr, sehr viele Hauttypen benutzen. Das ist jetzt nicht nur für, sag mal, trockene Haut oder ölige Haut oder wie auch immer. Das ist für viele Hauttypen sehr gut verträglich. Das vorletzte Produkt. Hier finde ich jetzt gerade noch einmal die Karte. Also das sind die Karten, die man hier so sammeln kann. Das vorletzte Produkt, sehr, sehr cool, ist von Madara, The Miracle Wrinkle Resist, die Eye Cream. Und die habe ich mal aufgebraucht, erst vor ein paar Monaten. Und die war so, so toll. Und ich habe schon im Internet gesucht, ob ich da Nachschub mir ordern soll, weil die echt so toll war. Und jetzt habe ich ein Backup hier. Also jetzt habe ich gerade wieder frische Augencreme aufgemacht, aber wenn die dann leer ist, dann freue ich mich dann über die hier. Sehr, sehr cool. Und das letzte Produkt. Und das ist so mega cool. Es ist nur leider in einer schwierigen Farbe, aber es ist cool. Das hier. Das ist ein Schal von Hutch & Patch. Und der Schal ist hier in einem ganz strahlenden Weiß. Und diesen Schal habe ich schon in Gelb und in Rostrot hier. Und ich liebe sie. Also es sind einfach wie so dünne Musselintücher oder so Spuckwindeln oder so, wie man es auch für die Kinder verwendet hat. Und er ist einfach riesig und sehr, sehr angenehm zu tragen. Also er ist einfach nicht zu warm im Winter, dass man es irgendwie da denkt, irgendwie man schwitzt da zu sehr. Er ist so, so angenehm und ich trage den in Gelb und in Rostrot. Trage ich ihn wirklich rauf und runter, aber ein weißer Schal, also bei mir wird das sofort schmutzig, sei es von Make-up, sei es von irgendwas anderem, mit Hund Gassi gehen, irgendwas. Da überlege ich noch, was ich mache, weil ein weißer Schal ist mir echt zu fleckenempfindlich, aber ich finde es voll cool, dass der drin ist, weil ich finde den so toll, ja. Oder ich werde ihn doch benutzen, ich werde nochmal drüber nachdenken, vielleicht gebe ich ihn weiter, vielleicht werde ich ihn doch benutzen. Super, das war's.
das ist die Box gewesen, die es eben gratis gab, dank euch für die liebe Werbung von euch, beziehungsweise eben dafür, dass ihr die Abonnements abgeschlossen habt über meinen Code. Bei 3 Freunden gibt es eben so eine Überraschungsbox. Voll cool. Und einige Produkte daraus werde ich euch verlosen, aber ich werde euch natürlich noch ein cooleres Paket zusammenpacken. Da kommt noch einiges weitere mit rein und ich denke, in meinem Aufgebraucht-Video werde ich das dann machen. Genau. Erste Box ausgepackt und wir machen vielleicht weiter jetzt zwischendurch einmal mit der Monatsbox. Es geht weiter, wir schauen uns die Monatsbox an und die heißt Inner Glow. Deine Inner Glow Box. Nach den stressigen Tagen im Dezember wollen wir uns im Januar auf uns selbst konzentrieren. Denn jetzt benötigen wir Zeit, um unsere Kraftspeicher wieder aufzutanken. Hier richten wir uns dabei auf all das, was uns gut tut und uns zum Strahlen bringt. Für den Januar holen wir uns unser Inner Glow zurück. Wir starten voller Energie, neuer Ideen und Motivation. Dabei achten wir vor allem auf Einklang von Körper und Geist. Deshalb entdeckst du in deiner Januar-Box auch viele neue Lieblingsprodukte aus Wellness, Food, Lifestyle, die dich von innen strahlen lassen. Falls ihr Interesse habt an einem Abo der Trendweather-Box, ihr findet meinen Rabattcode unten in der Infobox. So, in dem Heftchen sind vorne immer die Produkte erklärt. Und manchmal, ich glaube, alle 2 Monate gibt es so ein Goodie für JahresabonnentenInnen und das gibt es diesen Monat offensichtlich nicht. Und dann gibt es hier noch ein paar so Tricks, was man hier mit der Box machen kann. Dann gibt es ein Interview hier drin und noch ein bisschen Informationen über vegane Produkte, essbare vegane Produkte, Gesichtsmassage, Techniken und ein Powerdrink-Rezept. Alles in der Infobroschüre drin. Wir schauen rein in die Monatsbox und ganz oben liegt ein Produkt aus Stoff. Das ist jetzt so ähnlich wie der Schal, den wir vorhin hatten. Das ist aber in einer Tuchform und zwar für die Haare. Hutch & Patch Living, ein Musselin-Turban. Also jetzt nicht ein Schal, sondern ein Turban. Mega cool. Benutze ich immer nach dem Haare waschen, so ein Turban. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz. Das, genau. Also der kommt dann so über den Kopf drüber und dann gibt es hier einen Knopf und dann wickelt man sich das so um und dann macht man hier den Knopf, also so rum, macht man sich dann den Knopf zu und da kann man dann die Haare drin antrocknen lassen oder trocknen lassen. Also ich lasse immer nur antrocknen und habe das aus Mikrofaser, aber ich finde dieser Stoff, also dieses Musselintuch eigentlich fast noch viel angenehmer als Mikrofaser und deswegen freue ich mich sehr, dass es drin ist. Hier gibt es auch ein Rabattcode 15% auf die nächste Bestellung mit dem Rabattcode Musselin15 bis Februar. Und Pflegehinweise, also man kann es mit 40 Grad ganz normal waschen. Man kann sogar einen Trockner geben. Ja, würde ich vielleicht auch machen. Also Handtücher gebe ich hier auch in den Trockner, dann könnte man das auch in den Trockner tun. Sehr, sehr cooles erstes Produkt. Und dann gibt es hier auch noch was zu trinken. Sehr cool, sowas hatten wir auch schon mal drin. Ich weiß jetzt nicht, ob es die gleiche Geschmacksrichtung war. Vitamin Well, Antioxidant, ein Vitamintrink, Vitamin C und Vitamin E ist drin, mit Pfirsichgeschmack. Und wenn ich jetzt meinem Sohn rufe, wird er sich den wahrscheinlich gleich krallen und mitnehmen. Schützt die Körperzellen. Sehr, sehr cool. Also bis jetzt sehr schöne Box. Und das nächste ist ja auch mega. Ein Low Crab Knäckebrot mit Rosmarin. Oh mein Gott, und das ist fertig gebacken. Das ist keine so eine Backmischung, wo man sich jetzt noch irgendwie in die Küche stellen muss. Das ist ein fertig gebackenes Low-Crab Knäckebrot. Mega cool. Eben dieses, ja, dass man im Januar halt auch noch ein bisschen chillen kann und sich nicht so anstrengen muss, um was zu backen oder so. Sehr schön. Und dann kommt hier etwas raus, was ich auch draußen stehen habe. Ich nehme ja keine Kuhmilch mehr zu mir, weil ich es total schlecht vertrage. Liegt aber nicht an der Laktose, warum auch immer. Ich vertrage es halt schlecht und deswegen habe ich immer Ersatz. Und jetzt habe ich draußen gerade Erbsen-Protein-Drinks. Das ist jetzt aus Hanfsamen, habe ich auch da. Der ist ein bisschen herber. Ich weiß nicht, ob den alle mögen. Aber ansonsten liebe ich es halt entweder Hafermilch oder Mandelmilch. Das habe ich immer da. Und vor allem, ich achte auch immer darauf, dass es zuckerfrei ist. Und der ist jetzt auch zuckerfrei. Sehr, sehr cool. Der kommt dann gleich raus. Und dann gibt es noch Schmuck von Malik. Und von Malik hatten wir schon Schmuck. Also wir hatten schon eine Halskette, habe ich schon. Ohrringe habe ich schon. Und nichts, glaube ich. Halskette und Ohrringe. Und jetzt hoffe ich sehr, dass sich das jetzt nicht doppelt. Doch, es doppelt sich. Also das ist die Kette, die ich auch schon da hatte und die war, meine ich, letztes
Jahr, also vorletztes Jahr, 21, meine ich, war die in der Dezemberbox drin. Also das war in der Weihnachtsbox. Und da habe ich mich besonders gefreut, eben dieses Sternchen mit dem Glitzerstein, was halt sehr, sehr gut in die Weihnachtszeit reinpasst. Habe ich jetzt doppelt, werde ich weitergeben, wahrscheinlich euch auch in die Verlosung damit reinpacken. Dann haben wir hier noch was Leckeres, und zwar Vegans Gummibärchen. Und die, meine ich, hatten wir auch schon einmal drin, aber bei Gummibärchen ist es ja kein Thema. Die isst man halt immer schnell weg. Also wenn die mal wieder doppelt drin sind oder wenn jetzt so ein Trink irgendwie schon mal drin war, macht mir überhaupt nichts. Hingegen jetzt Halsketten kann jetzt keine zwei gleichen brauchen. Aber dieses, diese Gummibärchen finde ich echt toll, werden mal schnabuliert. Okay, wir haben noch ein paar Produkte. I Want You Naked, das ist jetzt ein bisschen zerdrückt, aber das ist die Verpackung, das macht ja gar nichts. The Beast, Hyaluron Boost Serum. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, Hyaluronserien, ich finde die für sehr, sehr viele Hauttypen verträglich. Handmade Quality steht nochmal hinten drauf. Und da dürfte irgendwie Hanf oder sowas mit dabei sein. Weil das sieht so aus, als wäre das hier so ein Hanfblatt mit abgebildet. Das Serum ist ein Biest. Gnadenlos und unnachgiebig kämpft es für straffe, glatte und strahlende frische Haut. Hyaluron und Koffein sind drin, wie cool. Und Hanf ist auch mit dabei. Oh ja, ich glaube, dass es sehr, sehr hochwertig ist. Ich werde euch natürlich die Preise auch immer einblenden, weil hier habe ich ein Heftchen dabei. Hier kann ich die Preise raussuchen. Ja, super. Also ein sehr, sehr schönes Hyaluronserum. Ich habe zwar gerade zwei oder drei offen, also die kommen ja momentan, gibt es so viele, auch in den Adventskalendern waren viele drin. Aber das kommt einfach in mein Backup und das werde ich zeitnah benutzen. Und das hier, hat mir das nicht auch in irgendeiner Box in meinem Herbst drinnen? Das ist von Shebbins Immun Direkt, ein Sofortspray für die Immunabwehr mit Echinacea, Kurkuma, Ingwer und Zitrus. Und ich glaube, ich werde das weitergeben. Also ich habe da meine eigenen Sachen und Nahrungsergänzungsmittel. Da muss man immer ein bisschen gucken, welche Vitamine man wirklich auch brauchen kann und so weiter. Und ich glaube, ich habe da meine eigene gute Mischung gefunden und deswegen werde ich das weitergeben. Und dann haben wir hier noch etwas von Ballard in Provence. Das sind ja ganz, ganz oft Produkte mit enthalten. Und das ist jetzt witzigerweise, das hatte ich auch noch nicht, einen Conditioner für alle Haartypen mit Kokosnussöl und Provitamin B. Trifft sich sehr gut, weil heute beim Duschen habe ich mein Shampoo leer gemacht und habe jetzt ein festes Shampoo unter die Dusche gelegt. Nun kann ich den festen Conditioner dazu nehmen. Was ich gerade sehe, ist, dass der mir total zerbröselt ist da drin. Oh, der riecht sehr gut, zitrisch. Den werde ich einfach in so ein Seifensäckchen reingeben und dann kann ich den auch noch gut benutzen. Es ist halt irgendwie, ja, noch was Schweres hier drin, die Hanfmilch war drin. Und es kommt noch ein schweres Produkt und das ist einfach da in der Kiste wahrscheinlich hin und her geschleudert worden. Das nächste ist so zweischneidig, dreischneidig, keine Ahnung. Auf jeden Fall, dieses Produkt hatten wir bereits im Adventskalender in einer anderen Version. Und natürlich hatten viele Abonnentinnen und Abonnenten auch den Adventskalender. Und deswegen finde ich es schade, dass das jetzt hier noch einmal drin ist. Allerdings ist es eine andere Version. Damit ihr wisst, wovon ich spreche. Es sind Tarotkarten. Es ist eine andere Version, wie im Adventskalender drin war. Aber sowas braucht man eigentlich auch, wenn überhaupt, nur einmal. Deswegen freue ich mich jetzt nicht so sehr darüber. Das ist irgendwie auch ein schönes Design. Vielleicht ein schöneres Design als mein... Nee, meins war ein schöneres Design aus dem Adventskalender, was ich jetzt oben liegen habe in meinem Zimmer. Aber ich werde wahrscheinlich die hier weitergeben. Ja. Kitty Gehane, das ist auf jeden Fall sicher eine Künstlerin gewesen, die das gemacht hat. Tarotkarten sind halt sehr speziell. Ich weiß nicht, ob das so viele benutzen. Unterm Adventskalender haben wir auch welche drunter geschrieben. Ja, das ist auch etwas, wo vielleicht nicht alle machen wollen. Also vielleicht, nicht einmal die Hälfte, freuen sich vielleicht über das Produkt. Ich werde es weitergeben, wenn ich es schon habe. Und ich muss auch sagen, ja, das war irgendwann Mitte Dezember, glaube ich, im Adventskalender drin. Ich habe es irgendwie noch gar nie benutzt. Also ich habe es ausgepackt, mir angeguckt, aber ich weiß auch gar nicht genau, wie das funktioniert. Ich muss erstmal ein YouTube-Tutorial angucken oder so, damit ich weiß, wie man die Karten legt oder so. Da ist zwar ein kleines Heftchen drin, wo die Bedeutung der Karten drin steht, aber nicht, wie dieses Spiel an sich funktioniert. Also muss ich noch ein bisschen recherchieren und wie gesagt, die gebe ich jetzt einfach weiter. Und das letzte Produkt, dann sind wir durch,
ist eine Zeitschrift, Vegan World, und sie dürfte kostenfrei gewesen sein, oder? Da ist zumindest kein Preis vorne mit drauf. Keine Ahnung, also so schaut sie aus und das ist eine Winterausgabe und eine dünnere Zeitschrift und da sind Rezepte drin, ganz viele Rezepte, noch mehr Rezepte. Es geht hauptsächlich ums Essen. Es geht nur ums Essen, glaube ich. Ja, also es geht überwiegend oder fast nur ums Essen da drin und ich schaue es mir sehr gerne durch. Ich mag immer solche Zeitschriften schon ganz gern, wenn sie alle Personen auch ein bisschen ansprechen und nicht zu einseitig sind, also nicht zu politisch sind. Es war letztens noch mal ein politisches Magazin dabei, das war nicht so meins. Aber sowas, finde ich, passt sehr gut hinein. Wir kommen zur dritten Box und das ist die Box, die ich bekommen habe, aufgrund dessen, dass ich 10 Sammelkarten zusammengesammelt habe. Und ich kann euch noch einen kleinen Tipp geben, bei der Karte Nummer 10, bei dem Hund, die ja überall gesucht wird, ist hinten ein Code drauf, der einmalig ist. Also die kann man nicht weitergeben. Das heißt, ich könnte die Karte jetzt auch niemandem weitergeben, dass die von jemand anders benutzt werden könnte, weil das ist wirklich einmalig und deswegen ja, geht es leider nicht. Also was mich gerade schon wieder mega freut, es ist wieder das Musselintuch drin von Hutch & Patch, dieser Schal. Und diese Farbe finde ich total schön. Also das ist ein richtig schönes Grau, was auch sehr gut zu meinen Jacken und so passt. Und das Tuch werde ich auf jeden Fall selber behalten. Dann habe ich jetzt Gelb, dann habe ich jetzt Rostrot und dann habe ich jetzt Grau. Also sowas kann sich gern doppeln und ich hatte jetzt eben Glück auch mit der Farbe. Und es doppelt sich wieder was, nämlich diese Body Cream hatten wir schon mal in der Trendwear Box drin. Aber ich sage mal, bei so Gewinnen und so zusammengestellten Boxen, sei es für Abonnenten, wenn man 3 geworben hat oder eben so ein Gewinn. Und das finde ich vollkommen in Ordnung, dass sich die Produkte dann in den Spezialboxen dann doppeln. Das ist die CeraVe Body Cream von Face Theory. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr reichhaltige Creme, All Skin Types. Da ist Cinderella Asiatica drin und so weiter und grüner Tee und klingt auf jeden Fall sehr schön für den Winter. Das nächste Produkt, das meine ich, hatten wir auch schon mal in der Monatsbox drin, ist von Lavazza ein Kaffee. Bio Organic, Arabica 100%, mild und fruchtig. Also Kaffee trinke ich gerne, allerdings das ist ein Pulverkaffee bei einem Vollautomaten. Weiß ich gar nicht, ob das überhaupt geht. Auf jeden Fall, den werde ich weiter wandern lassen, aber ich kenne sicher irgendwen mit einer entsprechenden Maschine oder wo dann es einfach als Espresso irgendwie aufbrüht. Und dann hatten wir hier meine Handcreme und ich meine, die war auch mal in der Monatsbox drin, aber egal. Das ist ein Geschenk und deswegen ist vollkommen in Ordnung von Cosnature. Eine Handcreme mit Calendula. Schaut so aus und ich meine, ich habe ich damals auch schon weitergegeben. Die ist mit Ringelblumenöl und sicher sehr, sehr pflegend. Dann kommt noch was, das wird mir sicher gleich mein Sohn wieder abknöpfen. Von Rotbäckchen Morgenstark, ein vitaminreicher Drink. Schön. Und dann haben wir hier nochmal die Beauty Sweeties Schmetterlinge, die ich auch sehr gerne mag. Also bestens. Und dann haben wir nochmal von Madara die Winkle Cream und da habe ich ja vorhin gesagt, ich kann mal gucken, wann die abläuft. Die läuft jetzt auch demnächst ab. Ich finde die Eye Cream einfach mega, mega cool und deswegen freue ich mich da sehr drüber, auch über 2, die ich jetzt dann wieder im Backup habe. Voll cool. Und hier von True Gum sind Kaugummis drin. Das ist jetzt die zuckerfreie Pfefferminz-Variante. Am Anfang mochte ich die sehr gerne, aber inzwischen bin ich kein Fan mehr von diesen Kaugummis. Deswegen, die werde ich auch weitergeben. Und dann haben wir noch von Matt Maski eine Haarmaske. Die habe ich auch noch nicht probiert. Die hatten wir auch schon mal in der Box drin. Das werde ich wahrscheinlich auch weitergeben. Mal gucken. Und das hier gehört wahrscheinlich zusammen. Das ist von Nada Simple Care, Zero Waste, also eine leere Flasche. Und daher passend haben wir ein frisches Duschgel für Haut und Haar. Also das rührt man sich an, da gibt man eben warmes Wasser gibt man rein, dann gibt man hier dieses Konzentrat rein und mischt es dann in der Flasche zusammen und kann es dann als Duschgel für Haut und Haar verwenden. Auch cool. Dann haben wir eine Pink Clay Mask von Shebans. Ja, auch sehr schön. Reinigung mit Naturschlamm, klärt sanft und mattiert, verfeinert das Hautbild.
Rosaton oder Jojobaöl, Shea-Butter klingt sehr, sehr pflegend. Also sehr begeistert von dieser tollen Überraschungsbox. Und dann haben wir hier die Zero Waste Geschenkverpackung. Die hatte ich auch schon mal in der Box. Ich meine auch 2021 war das einmal drin. Und das verwende ich als Tischdecke unter meinem Lidschattenpalettenregal. Da habe ich so ein kleines Tischlein und da verwende ich das als Tischdecke, wenn mir das so gut gefällt. Finde ich sicher auch wieder Verwendung dafür. Ich muss mal überlegen. Und wenn nicht, dann packe ich euch das auch mit in die Verlosung. Das seht ihr dann. Und das letzte Produkt, und dann ist die Kiste leer, ist von Malik, ein Durchslime. Und jetzt hoffe ich, dass ich nicht die Kette das dritte Mal bekomme. Ich hoffe, es ist was anderes drin. Und es ist was anderes drin. Sehr cool. Nämlich, es ist eine Kette oder ein Armband mit einer Weltkugel. Gucken wir mal ganz kurz. Das ist ein Armband. Also von der Länge eindeutig ein Armband. Und sehr schön. Also das freut mich. Die werde ich auch wirklich benutzen. Die kommt in meine Schmucksammlung. Was war das für ein mega Unboxing mit den drei Trendwörter Boxen? Also ich bin echt platt. Sehr, sehr schöne Gewinnboxen haben sie da zusammengestellt. Ich freue mich da mega mäßig drüber. Und wie gesagt, ja, Verlosung wird kommen. Ich werde euch da was Schönes dann zusammenstellen mit dem in dem Aufgebraucht-Video. Vielleicht mache ich diesen Monat auch zwei Aufgebraucht-Videos ein bisschen trennen, weil ich habe so viele Sachen die letzte Zeit aufgebraucht. Einfach die ganzen offenen Fläschchen irgendwie, ja, wollte ich ja mal weg haben. Und deswegen wird es vielleicht auch zwei geben. Aber ich werde mal schauen, wie ich das dann mache, wenn endlich mein Büro-YouTube-Zimmer dann wieder fertig ist und ich dann wieder oben weitermachen kann. So, ihr Lieben, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr mit dabei wart und zugeschaut habt. Ich hoffe, es ist gegangen hier mit Licht und Geräuschkulisse. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und bis bald.